Ich möchte Ihnen gern mal was durch die Blume sagen, das leider nur bis zur Zonengrenze geht. Nichts von Politik, nein, 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 da möchte ich keine Rolle spielen. Meine Rollen sind doch viel schöner. Ist das nicht zum Beispiel eine hübsche Rolle, dass ich Sie jetzt zu den Filmfestspielen begrüßen darf? Dass unser geliebtes, altes Berlin ganz langsam wieder Filmmetropole geworden ist. Na, das haben wir ja wohl inzwischen alle bemerkt. Wenn bei uns die Sonne auch immer nur halb scheint. Sie fragen, warum? Beim Osten geht sie auf, im Westen geht sie unter. So wird es doch in dieser Woche bei uns heller sein als irgendwo anders. Ach so, nein, nicht wegen der neuen Beleuchtungskörper am Kurfürstendamm, sondern weil so viel Sterne von der Leinwand teils und teils persönlich zusätzlich auf uns herunterstrahlen werden, dass wir bei dem Licht bestimmt bemerken können, dass wir hier in Berlin nicht hinterm Mond leben. Oder sind Sie etwa nicht meiner Meinung? Na sehen Sie, na also. Unzähligen Filmen hatte sie mit ihrem Mutterwitz und ihrer unverwechselbaren Berliner Schnauze auf die Sprünge geholfen. Rein mit den Koffern, raus mit den Koffern. Typisch, Mann. Ist ein kleiner Scherz von mir. Grete Weiser wurde auf ihren Typ festgelegt. Aber selbst mit dem Film ist es nicht gelungen, sie gänzlich zu verheizen. Also trotzdem, Herr Doktor, stürzen wir uns ins Vergnügen. Wo stürzt man hier? I am the master here, you know? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bitte Vorhang auf! Als echte Berlinerin wurde Grete Weiser 1903 in Hannover mit ihrem Namen Mathilde Ella Dorothea Margarete Nofka geboren. Den Namen Weiser erhielt sie von ihrem ersten Ehemann, den sie schon mit 17 Jahren heiratete. Na, warte, mein Junge. Noch eine Verrückte. Was ist denn, Frau Blanke? Ich denke, Sie können nicht Klavier spielen. Tja, in der Wut kann man manches. Tja. Das ist doch die Höhe. Jetzt macht dieses Biest aus meiner Sinfonie einen Foxtrott. Herr Peter, das ist doch fabelhaft. Das ist von Ihnen? Das ist doch großartig. Donnerwetter, das ist Schmiss. Dieser Rhythmus. Dir gefällt das? Ja. Du hast ja keine Ahnung, Schatz, was du von mir erwarten kannst, wenn ich jetzt einmal richtig wütend bin. In meiner wilden Raserei, da kenne ich mich selbst nicht mehr. Vor lauter Wut spiele ich jetzt schon Klavier. Der tut ja gerade so, als wäre ich überhaupt nicht da. Als wäre ich ein Luftballon, der irgendwo zerplatzt. Was glauben Sie, was ich nachher zu diesem feinen Herrn einmal sagen muss? Naja, Sie wissen schon. Ich war so zahm wie ein Reh, ich möchte den Kerl zerreißen. Und jedem Mann war ich treu, jetzt muss ein Ding passieren. Selbst keinem Wurm tat ich weh, ich könnte mich selber beißen. Und ich war sonst so scheu, man sieht's mir an. Jetzt möchte ich treiten, jetzt möchte ich zanken, jetzt möchte ich toben, so wie noch nie dabei mit Sticheleien, Spöttereien, Heucheleien, Zänkereien, ihn blamieren, schikanieren, bis er rasend wird. Ach, warum ist jetzt nicht Nacht, um ihm mal heimzuleuchten? Ach, warum fällt bloß kein Schnee, um mit ihm Schlitten zu fahren? Und alles nur darum, weil ich ihm sagen will, ach, hab mich gern. Grete Weiser wuchs in Dresden auf und begann als Elevin an der Berliner Volksbühne. Ihre ersten frechen Lieder trällerte sie im Berliner Kabarett Charlotte. Der Film holte sie erstmals 1927 für den Stummfilm Männer vor der Ehe vor die Kamera. Erst 1937 in dem Film Die göttliche Jette erhielt Grete Weiser die Möglichkeit, ihren schlagfertigen Witz und ihre komödiantische Begabung in einer Hauptrolle zu demonstrieren. Bitteschön. Was haben Sie da gedacht? Sie waren nämlich gestern Abend so ganz besonders nett zu mir. Und dann der Kuss. Och, das kleine Küsschen hat Sie so aufgeregt. Finden Sie, das knutscht man mal so hin. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sehen Sie, ich habe so viele Möglichkeiten. Geld. Ja, das behalten Sie mal für sich. Das nehmen Ihnen schon noch andere ab. Aber Sie leben da in einer Welt, für die Sie einfach zu schade sind. Sie könnten doch... Eben nicht, könnte ich. Sehen Sie, mein Vater, den ich nie die Ehre hatte kennenzulernen, sagte immer, sei vorsichtig in der Wahl deiner Eltern. Sie sind's gewesen, ich nicht. Ja, aber deswegen ist doch meine Mutter eine großartige Frau. Davon kann sich doch mancher eine Scheibe abschneiden. Ja, so habe ich es aber auch nicht gemeint. Aber Sie müssen weg von diesem unmöglichen Schmierentheater. Sie müssen an eine anständige Bühne. Ja, erstmal können Sie verlachen. Kommen Sie, wir fahren zum Bankdirektor Körting. Das ist nämlich ein guter Freund von meinem Papa. Nummer?
Der Film schildert, nach dem Vorbild der Opernsängerin Henriette Sonntag, den Aufstieg der Berliner Vorstadtkomödiantin Jette Schönborn zum weltstädtischen Revue-Star. Laut Angaben von 1934 sollte die Schauspielerin Renate Müller die Rolle der göttliche Jette spielen. Da Renate Müller sich zu dieser Zeit jedoch schon weitgehend vom Film zurückgezogen hatte, übernahm Grete Weiser die Rolle. Nach weiteren Hauptrollen in Meine Freundin Barbara als ehekittende Platzanweiserin oder als Mausi Blanke im Film Ehe in Dosen trat sie erneut ins zweite Glied zurück. Sie spielte eine intrigante Nachtclubsängerin in Rote Mühle und auch eines der Dienstmädchen im Farbfilm Shiva und die Galgenblume. Dieser Film galt als eine der letzten Produktionen des Dritten Reiches, die wegen des Einmarschs der Roten Armee nicht fertiggestellt wurden. Im Laufe ihres Lebens wirkte sie in mehr als 100 Filmen mit, in denen sie ihr komödiantisches Talent, ihr Berliner Dialekt, ihre Vitalität und ihre Schlagfertigkeit einem begeisterten Publikum darbot. Dir, Mutti? Also wir hatten sehr viel Blumen bekommen und Geschenke. Unter anderem war auch ein kleines Körbchen. Als ich das Körbchen auspackte, um es auf den Tisch zu stellen, fing es plötzlich an zu wimmern. Ach, und weißt du, was drin war? Sicher ein kleines Hündchen. Kleines Hündchen, kleines Kindchen. Was? Ein süßer 6 Wochen alter Junge. Und neben dem Kind lag ein Zettel von der Mutter, wo sie mir mitteilte, dass mein Bräutigam der Vater von dem Kind ist. Papa? Und er hat dir nichts davon gesagt. Aber kein Wort. Noch meine Aufregung. Ich weigerte mich, zum Standesamt zu gehen. Aber meine Eltern, weißt du, die Hochzeitsgäste waren schon da. Nun stell dir doch mal diesen Skandal vor. Die UFA war eine besonders rücksichtsvolle Firma den Schauspielern gegenüber. Von Politik verstehe ich nicht. Die als Kodderschnauze mit Herz und als Quasselstrippe bekannte Schauspielerin war nicht nur als humoristische Darstellerin erfolgreich, sondern erntete auch im Charakterfach Lob und Anerkennung. 1949 spielte sie zum ersten Mal auf der Hamburger Bühne die Mary Miller in dem Theaterstück Das Kuckucksei. Diese Rolle wurde zu ihrer Paraderolle und zu einem Höhepunkt ihrer Karriere. Und es war kein besonders schöner Zustand, in dem ich mich da gerade befand. Da kommt er hierher. Finde dich als Lehrerin verkleidet, wie du gerade Gläser an die Erde schmeißt und aus der Flasche säufst, der fragt. Die große Volksschauspielerin starb 1970 im Alter von nur 67 Jahren in Bad Tölz an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Untersteinbach. Bei dem Autounfall kam auch ihr zweiter Ehemann, der Jurist und Filmproduzent Dr. Hermann Schwerin, ihre Gesangslehrerin und ihre Haushälterin ums Leben. Wie immer in erster Reihe Grete Weiser. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde die Vollblutkomikerin auf dem Friedhof Heerstraße in Berlin-Westend zusammen mit ihrem Ehemann in einem Ehrengrab beigesetzt. Man sieht es nicht so auf den ersten Blick. Eine alte und erfahrene Frau wie ich. Doch jeder behauptet, ich habe einen Tick. Bei einer Hochzeit gibt es mir stets einen Stich. Der Anblick einer Trauung bringt mich um. Ich schäme mich. Und wissen Sie, warum? Ich wein bei jeder Hochzeit. Ja, ich wein bei jeder Hochzeit. Vor Rührung, Schluchzen und heulich. Es ist in der Tat abscheulich. Denn bei Nachbarn und Verwandten, bei völlig Unbekannten, wenn ich die Kirche mal besuch, bitte ich gleich um ein Taschentuch. Ob sie in die Ehe wollen oder in die Ehe müssen. Tränen strömen wie ein Wasserfall. Ich wein bei jeder Hochzeit, wein bei jeder Hochzeit, jeden Tag, immer zu, überall. Bei einer königlichen Trauung sitze ich dann voller Baum mit Kaffee und Gebäck und dann schau ich es mir im Fernsehen an. Beim Ja-Wort mit den Ringen kann ich mich nicht bezwingen. Das Ganze ist so stark für mich, dass ich dann nichts mehr runterkrieg. Ich ging vor ein paar Wochen mal zu einem Psychiater. Erst aber selbst der gleiche Fall.